Ein wahres Paradies für Gourmets und Genießer beginnt im Weinland Südafrikas. Der kleine Ort Franschhoek liegt in einem wunderschönen Tal, nur 45 Minuten von Kapstadt entfernt. 1688 kamen französische Hugenotten, die ihre Heimat aus religiösen Gründen verlassen mussten, in diese Region. Franschhoek, Franzoseneck, heißt das Städtchen seit dieser Zeit. Einige Winzer unter ihnen hatten schnell erkannt, dass Bodenbeschaffenheit und Klima optimal für den Weinanbau sind. Nur einige Kilometer weiter, außerhalb von Parl, in einem weiten Tal, eingerahmt von bizarren Felsformationen, liegt das Weingut Seidelberg. Es ist eines der schönen alten Weingüter im landestypischen kapholländischen Stil. Hier hat sich der Deutsche Roland Seidel seinen Traum verwirklicht. Wie Sie merken, es ist etwas stürmisch. Vasco da Gama nannte das Kap bei der Entdeckung das Kap der Stürme, the Cape of Storms. Und so ist es auch bei uns sehr häufig. Es ist eben nicht die Karibik, es ist das Kap. Wir haben sehr verschiedene Strömungen hier, Benguela, Agulhas-Strom. Und das sind Strömungen, die 15 Grad Unterschied haben untereinander. Insofern haben wir Tief- und Hochdruckgebiete, also spannendes Wetter hier. Hier machen wir Wein auf diesem Betrieb. Hier wird seit 1682 Wein gemacht auf diesem Weingut. Und wir machen so zwischen 600.000 und 700.000 Flaschen Wein heute, die wir hauptsächlich im Ausland verkaufen. Der große Erfolg hat seinen Grund. Denn hier werden qualitativ sehr hochwertige Weiß- und Rotweine gekeltert, die jedes Jahr mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet werden. Die Traubenlese auf 110 Hektar bebauter Rebfläche ist reine Handarbeit. Um den richtigen Zeitpunkt der Ernte zu bestimmen, braucht man eine Menge Erfahrung. Das ist das Geheimnis jetzt in der Ernte, dass wir den optimalen Reifezeitpunkt treffen. Und das ist nicht nur die geschmackliche Reife, die natürlich enorm wichtig ist, aber die Traube muss auch physisch reif sein. Also die Kerne zum Beispiel müssen braun sein. Und wir haben natürlich auch dann die analytische Reife. Das heißt, der Zucker, der Alkohol muss stimmen nachher, aber auch die Säure muss stimmen. Die Balance in der Traube muss da sein. Und nur so kann man wirklich dann nachher tollen Wein machen. Auf dem Weingut Hamilton Russell in der Nähe von Hermanus an der Walker Bay werden nach französisch inspirierter Kellertechnik erstklassige Spitzenweine ausgebaut. Mit 65 Hektar Weinbaufläche ist es eins der kleineren Weingüter in Südafrika. Hamilton Russell Vineyards hat vor allem als Burgunder- und Chardonnay-Spezialist der Region eine weltweite Spitzenposition erlangt. Zurück auf Seidelberg. Rebblätter und schlechte Trauben werden per Hand auf dem Förderband aussortiert, bevor dann die Maschine die Trauben sauber von den Stielen trennt. Hier handelt es sich jetzt um die Technik im Keller. Wir müssen natürlich die Hefen abfiltern von den Weißweinen, damit sie klar werden. Und hier durch so einen Plattenfilter wird der Wein dann gepumpt. Die Hefen werden abgezogen über den Filter, damit wir nachher kristallklaren, schönen Weißwein haben. Fast 600 Kilometer weiter westlich auf der Garden Route liegt ein anderes traditionsreiches Weingut, die Sandfleet Weinfarm von Paul de Weet. Hier in der wunderschönen Gegend um Robertson, nahe der Langenbergberge, lebt meine Familie seit über 100 Jahren. Diese Weinfarm ist berühmt für ihren Shiraz. Wir haben natürlich auch andere Weinsorten, aber in Südafrika ist vor allem unser Shiraz besonders bekannt. Is very well known in South Africa for its Shiraz.
Bei der ausgiebigen Weinprobe findet sich schnell der eigene Lieblingswein. Sandfleet hat von frischen, fruchtigen Weißweinen bis zu gehaltvollen Rotweinen eine große Auswahl zu bieten. Die südafrikanischen Weiß- und Rotweine sind seit Jahren weltweit für ihre hohe Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt und geschätzt. Viele große Spitzenweine kommen mittlerweile aus Südafrika. Und hier, im Ursprungsland, schmeckt der Wein natürlich am besten.